Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RimWorld. Mispy. Warum kann Mispy denn nicht... machen wir das hier einfach zum Krankenbett. Mispy ist arbeitsunfähig. Er soll einfach schlafen, bis er wieder geheilt ist. Nun gut. Okay, Freunde. Die Zeit nach der Puma-Attacke. Kann ihm, wäre natürlich cool. Wenn der in einem Krankenbett wäre, ist aber nicht so. Wie sieht's denn aus? Haben wir Ärzte am Start? Ja, wir haben Otschan. Der ist immerhin bei 8 von 20. Und Snipe. Kann zumindest auch aufstehen und sich drum kümmern. So, hier unsere Vitalmonitore haben wir alle an. Na, bin ich ja mal gespannt. Das, was wird hier? Und ob unsere Leute wieder... Was macht ein Mispy hier eigentlich? Rettet Küken. Das ist ja ein Quatsch. Ne, du kannst mal... Mispy kann mal... den Puma retten? Nee. Jagen. Töten. Aber das Küken musst du doch nicht retten. Du sollst ins Bett gehen, Junge. Und auch Snipe. Bleib in dem Krankenbett. Also, Freunde. Arbeitsunfähig, okay, der kann man das gar nicht mal befehlen, alles klar, okay. Dann schauen wir mal. Hier ist zumindest Stahl, das ist super. Und die Bauteile werden ja hoffentlich auch, oh ja, Krankheit, Infektion. Gavriel ist an einer Infektion erkrankt, okay, was hat denn Gavriel sonst noch so? Körperlich, Taubheit, Bissnarbe, leichte Infektion. Okay, Lumi. Schlechtes Ergebnis. Mispy. Schlechtes Ergebnis. Aber insgesamt geht's dem schon wieder ganz gut, glaube ich. Dem Mispy. Sehr gut. Kann das Krankenbett wieder in ein normales Bett umgewandelt werden. Das macht Gavriel. Schlaf bis vollständig geheilt. Und kann ihm... soll sich auch da reinlegen, in das mega geile Krankenbett. So, dann wird das wieder zum Gefangenenbett umfunktioniert. Und dann sind wir, glaube ich, noch mit einem, naja, halbwegs okay davon gekommen. Was machen die Bauteile? Werden die mal eingesammelt hier unten? Ja, schlechte Laune, das glaube ich wohl. Sehr hungrig, Vergnügungsmangel, obwohl hier ein schöner Fernseher steht. Und. Aber gut drauf mit Lumi. Okay, und. Mispy wird nochmal eine Runde handeln. Kann man nicht handeln mit denen, oder was? Hat keiner ein Fragezeichen, ne? Ist ja ein Ding. Ja, sieht ganz so aus. Söldnerschlitzer. Okay. Naja, angreifen möchte ich die aber nicht. Aber die sollen mich bitte auch nicht angreifen, sonst werde ich sackig. Unsere Geschütze sind an. Also. Keine falsche Bewegung, Freunde. Eieieiei. Wie geht's denn Gavriel? Kratzer, Biss. Ja gut, taub war sie vorher schon gewesen. Aber sie sollte sich eigentlich erholen. Und soll vor allen Dingen auch schön liegen bleiben, bis sie geheilt ist und hier nicht rumrennen. Gibt's denn sowas? Verbiete dir aufzustehen. Ärztliche Anweisung. Ärztliche Anweisung. So. Alter, die holen die ganzen Hühner hier rein. Das will ich ja nicht. Was soll denn das? Die haben doch...
Eigentlich haben die Hühner doch Verbot. Hühner. Hühner sollen alle hier bleiben. Ja? Na, ich weiß ja nicht. Was? Ein Drifter kontaktiert die Außerirdischen, er wird von Piraten gejagt. Er fleht um Hilfe, bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Er ist 19 Jahre alt. Machen wir mal. Adrian kommt. Und wo sind die Feinde? Die Feinde sind hier. Sind aber alles nur so eine Knüppelleute. Grizzlybär, vielleicht greift er ja an. Nein, macht er nicht. Okay. So, Adrian ist da. Ja. So. Feuer von Gavriel. Die dreht ein bisschen durch. Kann ich verstehen, ehrlich gesagt. So. Kanim guckt nochmal, ob er hier vielleicht Falle reaktivieren. Kanim. So. Schauen wir mal, ob das noch reicht, die Zeit. So, die schießen sich hier schon gegenseitig ab. Das ist natürlich nicht so nice. Bewusstlos. Tot. Und das war's jetzt, oder was? Krass. Tot, tot. Bewusstlos. Wir könnten also Zima durchaus noch retten und auch Gregory. Was macht er hier? Was ist mit ihm hier? Gizmo geht spazieren. Ja, soll ich die jetzt retten und befreien oder wie wollen wir es machen? Einmal kurz gucken. Bedürfnisse. Charakter. So, was können wir denn sagen? Fangen, ausziehen. Können wir retten zumindest. Den können wir fangen. Die können wir retten. Fangen bringt nichts, haben wir schon mal festgestellt, ne? So, der wäre noch ganz gut in Landwirtschaft. Landwirtschaft und Kunst. Ist alles nicht so doll, ne? Können wir ihn noch retten? Nein. Was ist denn Adrian überhaupt für ein Typ? Fernkampf, Nahkampf, Konstruktion, Kochen, Landwirtschaft, Bergbau. Naja, so schon mal okay. Und was ich auch noch gesehen habe, unsere Waffen liegen hier noch rum. Hier zum Beispiel die eine. Das heißt, wir gucken nochmal. Misby hat nämlich gar nichts. Und der ist aber ganz... Also, der wird sich mal die Pistole nehmen. Dann haben wir Layton. Der hat ein Gewehr. Irwin hat auch was. Snipe hat nämlich auch nichts. Der ist, wenn dann Nahkampf, also nimmt er sich hier den Knüppel wieder. Gavriel. Gavriel wäre auch eher Nahkampf. Kann man im Moment aber nicht nehmen. Kanim. Otschan. Lumi braucht unbedingt wieder das Gewehr. Eirin hat ihren Bogen. Und Hofer ist auch ausgerüstet. Und Adrian müssen wir noch ausrüsten. Mit irgendwas Schönem. Mit irgendwas Schönem müssen wir den noch ausrüsten. Und der muss sich dann auch mal was anziehen. Und muss natürlich auch mal ein bisschen Arbeit bekommen. Der soll mal auch tragen. So. Feuerwehr. Schalter ist gut. Koch finde ich auch nicht schlecht. Jäger erstmal noch nicht. Den müssen wir erstmal noch ausrüsten. Bauen. Kann er von mir aus auch. Machen wir mal auf 2. Standhaltung auf 2. Landwirt und Bergbau machen wir nochmal auf 1. Das haben wir nochmal jemanden zum Buddeln. Ist gar nicht so verkehrt. Was ist denn mit unseren Bauteilen von diesem Absturz hier eigentlich passiert? Die sind noch da. Okay. Das ist die... Die sind vom Schreiberdorf, ne? Auch vom Schreiberdorf. Ja. Alle irgendwie hier vom Schreiberdorf. Die bleiben bei den Verletzten zurück. Und das wäre hier... Speer von irgendwas. Speer der Gesellschaft, den hier.
den wir halt theoretisch noch uns schnappen könnten. Warum denn nicht? Machen wir mal. Wir fangen ihn mal. Die Nahrungsmittel geben wir frei. Die Medizin auf jeden Fall. Die Waffen auch. Komm. Zusammenbruch, Feuerteufel. Jo, juhu. Okay, das passt. Hier wird gebuddelt. Hier wird gefangen genommen. Okay, Gregory haben wir jetzt gefangen genommen. Tja, und was machen wir mit den anderen? Die lebt ja nur auch noch hier, ne? Die könnten wir auch einfach retten, oder? Retten. Dann kommt die in Krankenbett, wird gerettet. So, und wir brauchen drei Gräber. Die wir hier hoffentlich auch noch haben. Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben ja noch überlegene Gräber. Ist kein Problem. Layton kriegt wieder schlechte Laune. Das kann ich nachvollziehen. Und Adrian ist schon am Bergbau. Und er hat sogar was an. Gucke mal. Eine schöne Hose. Das ist doch sehr schön. Und sonst, wie geht's dir so, Adrian, mein Freund? Fühle mich entsetzlich hungrig. Hässliche Umgebung. Okay. So, ohnmächtig vor Schmerz. Wir gucken mal. Ein bisschen Medizin soll er schon kriegen. Und gleich mal das Anwerbungsgespräch. So. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier unsere Tür zu bauen. Zack. Okay. Und natürlich ein Lämpchen. So. Gut. Und weil das hier ein super Bett ist, werden wir das nochmal neu installieren. Da. So. Schlechte Laune, Layton. Dann hör doch mal auf. Mach doch mal Pause, Layton. Ah? Du kannst schlafen, Pause machen, von mir aus. Kali trägt schön ein bisschen was. Sehr gut. Wunderbar. Läuft. Küken kann wieder laufen. Das ist auch spitzenmäßig. Das ist ja fantastisch. Und wir haben ein Huhn im Bett. Unsere Füchse haben keinen Platz zum Schlafen hier. Das ist so, muss das sein. Eieieiei. Kali schläft in der Kühlkammer. Was soll denn der Scheiß? Eieieiei. Übrigens kriegt Kali auch Medizin. Und auch Capone. Ja, der kriegt auch Medizin. Kräutermedizin oder schlecht. Oh ja, genau, hier, warte mal. So ist richtig. Und er kriegt auch, genau, Kräutermedizin oder schlechter. Wunderbar. Das Bett wird dann dahin gepackt. Ich weiß, dann ist Misby wieder nicht so glücklich, ne? Weil im Moment schläft er in einem Superbett. In der Hitze geschlafen. 27 Grad, ich gebe es zu, ist ein bisschen warm. So, unsere Bauteile. Die will ich haben. Schwere Krankheit, wer hat eine schwere Krankheit? Gregory oder was? Was hat er denn? Der hat ein paar Prellungen. Nee, Gavriel, oh ja. Okay, was hat sie denn? Oh, eine extreme Infektion am linken Arm. Können wir da nicht eine Operation machen? Operation, Aufgaben hinzufügen. Entnimm linken, amputiere linken Arm. Eieieiei, ich weiß es nicht. Vielleicht schafft es ja nochmal. Alternativ können wir den Arm natürlich amputieren. So, Kanim trägt Stahl. Der soll mal hier priorisiere Bauteile.
Und Miss B, soll mal aufhören, hier Bier zu trinken und auch die Bauteile bitte holen. Warnung benötigt. Gavriel, so, die hat eine extreme unbehandelte Infektion. Die soll mal schlafen, bis vollständig geheilt. Kann nicht rumlaufen. Okay. Hat die Karte im gesunden Zustand verlassen. Ja, das wussten wir. Das war aber okay. Hofer führt hier Anwerbungsgespräche. Er versucht sich mal wieder. Ja, warum denn nicht? Och Mensch, Gavriel, gerade wo du mit Lumi zusammengekommen bist, das ist natürlich nicht so schön. Wie sieht's denn aus mit unserem Doktor? Der Arzt, dem Gavriel vertraut. Das wäre Otschan, Misby, Snipe. Was macht Snipe gerade? Feiert auf Party. Wird bereits von Gavriel benutzt. Okay. So, Snipe, mein Freund. Dann mal los. Und Gavri behandeln. Okay. Wurde immun. Wurde immun. Das klingt für mich gut. Mann, und alles wegen... Bewegen ist reduziert, hören kaum, aber das war schon vorher. Bewusstsein ist gerade natürlich problematisch. Atmen ist reduziert, Effizienz 95%, das geht auch noch. Ja, die wird sich schon erholen. Die wird sich schon erholen. Ich bin da zuversichtlich, Freunde. Snipe ist selber mal ein Happen, das ist okay. Soll er mal machen. Wenn er fertig ist, soll er nicht das Küken füttern. Ist Gavri jetzt fertig schon mit der... Ja, Gavriel ist quasi weitestgehend wiederhergestellt, oder? Guck mal hier. Alles gut. Hören war schon vorher reduziert. Ne, das Bewusstsein ist ihrem Alter geschuldet, würde ich mal behaupten. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Ziehen wir eine Stromleitung rein. So, was sollte denn das hier eigentlich? Kann mir das mal jemand erklären, was ich hier gemacht habe? Nicht so richtig, ne? Naja. So, 54 Bauteile, Freunde. Das bedeutet, wir können endlich, endlich die Lampe mal neu installieren. Hier in der Mitte vielleicht. So. Und dann Produktion. Uns unseren Bauteile... Arbeitstisch hier irgendwo mal hinsetzen. Ah, hier ist doof, ne? Aber hier wäre doch eine Option. Naja, hier ran. Hier könnten wir ihn hinsetzen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, das ginge. Ja, das geht auch mit der Lampe da in der Mitte. Das ist ja ein Riesenteil, unglaublich. So, Stromleitung wird gelegt, Lampe ist an. Was ist denn das? Eine rote? Naja. Gut. So, das Bett ist umgebaut. Küken kann wieder laufen, das ist ja fantastisch. Dann hoffe ich, dass wir die hier nicht länger bei uns großziehen müssen. Party! Wo denn? Irwin schmeißt eine Party. Oh, mit Stimmungsboost. Ich glaube, das ist schon vorbei, ne? Der musste ja dann plötzlich Menschen heilen. Ja, sorry, dass ich da eure Party einfach mal eben... das ist ja toll. Meine Fresse, Otschan, echt jetzt mal... Nase abgeschnitten.
Gut, er soll mal die Sachen hier noch tragen und dann soll er sich auch mal ins Bett legen zum Schlafen. So. Macht er auch. Sehr gut. Gregory, schauen wir mal, wie das laufen wird. Und Miss B schläft jetzt hier. Okay? Gefällt ihm besser als woanders. Der Schlafraum ist jetzt frei hier unten. Alles klar. Der will unbedingt sein schönes Holzbett behalten. Ja, das kann ich natürlich verstehen. So. Die Wände werden früher oder später gebaut werden. Capone hat sich erholt, das ist gut. Gregory schläft auf dem Fußboden. Ja, warum denn nicht? Wenn man so gefesselt ist, knallt man auch mal auf die Fresse und dann bleibt man da halt liegen. Ja. So, nahrungsmitteltechnisch sieht es, haben wir 90. Okay, warum ist das so? Eigentlich brauchen wir 125. Aber Miss B, was macht denn Miss B so schönes? Spielt Hufeisen werfen, okay. Okay, okay, okay. Hauptsache unser Stromnetz geht hier nicht wieder flöten. Das wäre nicht so nice. Ratte rächt sich. An Kalli. Ist aber kein Problem. Weil der gute Kalli, der isst die jetzt nämlich auf. So, prima. Ja, Kalli, das machst du gut. Das macht der Kalli sehr, sehr gut. Wir könnten uns eigentlich nochmal einen Generator leisten. Die zwei Bauteile haben wir nämlich. So, die Lampe ist umgesetzt. Das heißt, wir werden den Bauteile Arbeitstisch hier mal hinsetzen. Kommt man da durch? Jo, ich denke. Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Oh. Jetzt ist irgendwo Feuer. Da ist Feuer. Aber irgendwo ist hier auch ein Blitz eingeschlagen. Ich habe es genau gesehen. Aber es scheint alles gut zu sein. Unsere Hühnchen, die kriegen jetzt ein Problem. Ja. Ich weiß. Feuer. Wird gleich gelöscht. Ja, Küken ist verbrannt. Irwin kümmert sich drum, glaube ich, oder? Kalli wird ja wohl kaum Feuer löschen. Na, guck mal, es regnet schon. Es regnet schon. Alles gut. Kein Problem. Okay, Freunde. Wenn unser Tischchen fertig ist, dann geht's weiter hier mit Projekt Raumschiff. Ich freue mich drauf. Setzen wir dann dahin, ne? Dann werden wir mal schauen. Wir brauchen ja eine ganze Menge Kryo-Schlafkapseln, wenn wir sie alle wegschicken wollen. Mal sehen, Freunde, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.